Gute! Nachdem letzte Woche an dieser Theke eine Schallplatte zerstört wurde, habe ich mir gedacht, ich fange mit einem schwarzen Buch an und da schreibe ich jetzt alles rein, was und wer an der Theke nicht mehr genannt werden darf oder sollte, dessen Namen nicht genannt werden darf. So in der Art. Und ansonsten haben wir noch ganz viel Metal! Yeah, bis gleich! Hallo zusammen, herzlich willkommen! Ich lade euch ein, nehmt bitte Platz an meiner Theke, macht's euch gemütlich, lasst uns ein bisschen über Metal bubble, bisschen Hashtag Bubble über Metal. Herzlich willkommen zu Folge 73 von Völlerockt, meine Musiktipps zur Apokalypse. Na, schon ist wieder eine Woche rum und auch jetzt habe ich ein bisschen was, was mir in allen Zeiten, ob Apokalypse gerade stattfindet oder nicht, man wunderbar hören kann. Ja, ich habe es ja eben im Intro schon gesagt, letzte Woche wurde ja hier eine Schallplatte zerstört und da habe ich mir so gedacht, da ich ja so ein bisschen mit dieser Firma, okay, jetzt spreche ich es nochmal aus, Frontiers Records mit ihren Vinylproduktionen auf dem Kriegsfuß stehe schon sehr lange und habe ich mir gedacht, ich muss ein schwarzes Buch einführen über Bands oder Namen, die an der Theke hier nicht mehr gesagt werden sollten, weil an meiner Theke babbel ich so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Damit ist schon mal klar ist, gell? So, dann machen wir doch mal gleich hier den ersten Eintrag. So, also Frontiers Records. Ist natürlich jetzt, wenn ich mal irgendwas von Frontiers Records vorstelle, also dann natürlich als CD, muss ich mal schauen, wie ich dann den Namen umschiffe. Wen kann man dann da noch eintragen? Ah, warte mal. Was? Ah, das ist eine gute Idee. Ah, Sabba Wolf. Und was? Ah, auch gut. Powerton, ja, Powerton, ja, alles klar. Also, Frontiers Records, Sabba Wolf und Powerton haben wir schon mal hier im schwarzen Boot drin, oder? So, mal gucken, wer da noch hinkommt, oder? So, Alla, jetzt habe ich ja letzte Woche diese Zerstörung der Platte, ich habe mir sie auch hier hingehängt, so, dass man auch das sieht immer. Ist jetzt für euch schlecht zu sehen, weil das blendet, aber es ist halt für mich dann immer das mahnende, ja, das mahnende Ding, da nichts zu bestellen. Aber ich möchte da trotzdem nochmal anfügen, dass das niemals gegen den Künstler Graham Bonnet gegolten hat. Ja, also weil das jetzt zufälligerweise eine Graham Bonnet Platte war. Ich schätze Graham Bonnet über alles. Ich liebe Alcatraz. Ich liebe ihn bei Rainbow. Ich habe die Assault Attack. Michael Schenker ist so genial. Und der Mann bringt immer noch sehr, sehr gute Sachen raus. Und da habe ich mich auch mal dran erinnert, dass ich schon in Folge 18... Monsters of Rock live at Donington vorgestellt habe, Doppel- oder Triple-LP, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dann habe ich schon mal bei mir in die Sammlung geguckt und da mache ich jetzt gleich mal ein bisschen Hashtag musikalische Erinnerungskultur, überhaupt so alte Sache sich anzugucken, macht auch immer wieder Spaß. Hier Monsters of Rock live at Donington 1980, gibt es auch als CD, nicht nur als LP, wie ich es in der Folge 18 vorgestellt habe. Und da ist auch so eine DVD dabei, die ist leider nur 30 Minuten, aber es ist geil, den jungen Graham Bonnet da zu sehen, es ist total der Hammer. Und natürlich den exzentrische Ritchie Blackmore, wie er Gitarre und Verstärker kaputt macht und in Flamme setzt. Aus heutiger Sicht muss man eigentlich sagen, was soll das? Aber drauf geschissen ist halt auch ein Stück Zeitgeschichte, Musikgeschichte. Also das Teil lohnt sich, das wollte ich euch da noch mal ans Herz legen und auch, dass da keine Missverständnisse entstehen. Ich hätte irgendwas gegen den Künstler Graham Bonnet, den schätze ich über alles und deswegen habe ich mal hier ein bisschen Rainbow gehört mit ihm und da gibt es diese Live Monsters of Rock Donington 1980, gibt es als Vinyl, Folge 18 vorgestellt und hier DVD mit CD. Tut's euch mal an! Gibt's auch preislich alles, wenn ich das neu kaufen will, gibt's das auch wunderbar. Immer noch zu beziehen. Ja, und dann hatte ich generell ja Bock auf den Blackmore-Sound und da ist mir eingefallen, schon in Folge 67 habe ich ja dieses neue Axel Rudi Pell-Album vorgestellt. Da drin habe ich auch mal erwähnt, dass da ja mal der Jeff Scott Soto gesungen hat. Und dann ist mir wieder eingefallen, es gibt eine wunderbare Live von 1995, Axel Rudi Pell, Made in Germany, ist damals in der
Zeche zu Bochum aufgenommen worden. Jörg Michael, deutsche Drammelegende, Sachsen, Gravedigger, Running Wild, wo der überall gespielt hat. Demnächst ist er mit Devil's Train, kommt ein neues Album raus. Und ja, hier singt Jeff Scott Soto, ein ganz, ganz toller Sänger. Der war von 91 bis 97 bei Axel Rudi Pell, ist dann ausgeschieden. Ich glaube, dann kam der Johnny Cioli, der bis heute ja dabei ist. Und es ist auch ein recht authentisches Live-Ding. Also da ist definitiv nicht im Studio nachpoliert worden. Das klingt sehr echt, fast schon ein bisschen roh. Und natürlich kann man bei allen Songs wunderbar die Liebe vom Axel Rudi Pell zu Richie Blackmore, zu Rainbow und die Purple heraushören. Nicht nur bei der Coverversion von Mistreated. Auf dem ganzen Album macht auch das Publikum geil mit und einer der Höhepunkte ist aber auch für mich der ehemalige Stile-Song, wo Axel Rudi Pell vorher war, Call Her Princess. Geile Nummer, hier. Gleich mal am Anfang der Live-Ecke, bis ich live hier raushaue. Hashtag musikalische Erinnerungskultur. Mir macht es immer Spaß, so ein alte Krempel, nicht nur immer Neues und so weiter, aber ach Gott, das wiederhole ich schon 20 Mal hier irgendwie an der Theke. So. Wenn du einen kleinen Zettel sofort werfe. Kann man nicht so laut machen, gell? Ja, ja. Wasserschick, gell? Ihr wisst ja, seit 73 Folge, was ist gesund? Nee, die ersten Folge wurde sogar hier an der Theke, habe ich die Folgen gedreht mit Alkohol. Und damals muss. Ja, ich trinke erstmal was. Und damals muss ich die Folgen wie viel Mal, mehrmals starten. Und da gibt es die Folge 15, glaube ich, ist der Frankreich-Special. Und bis ich dann endlich die Folge durch hatte, war dann schon die Flasche Rotwein alle. Und ich war schon, ach du Gott, da habe ich lieber aufgehört, hier Alkohol an der Theke zu nehmen. Seitdem Wasser. Aller hopp, fangen wir mal mit was Neuem an. Machen wir kein Geheimnis. Ist ja jetzt in aller Munde und vielleicht wundert sich der eine oder andere, dass hier erst jetzt von mir ein Review, ein Bericht, eine Sichtweise des neuen Creator-Albums Hate über alles kommt. Ist ganz einfach. Ich bin leider nicht in der Position, dass ich von der Industrie frühzeitig bemustert werde und mir den Krempel in aller Ruhe im Vorfeld anschauen kann. Ich muss ganz normal wie jeder andere auf der Paketbote warten. Und ich habe auch keine Lust, dem Paketbote das Päckchen zu entreißen und dann 5 Minuten später ein Reaction-Video hier hochzufahren, indem ich die Platte einmal gehört habe. Ist mir auch zu doof. Kommt das Ganze halt eine Woche später. Was soll's? Es gibt immer noch genug Leute, die auch nicht alles immer gleich mitbekommen. Also hier, neue Creator, Hate über alles. In so wunderbar, so zum Aufklappe, Doppel-LP. Ah ja, leider keine gefütterte Hülle. Das wäre der Kritik. Moment, es ist gelogen. Ah, ist gelogen von mir. Es waren gefütterte Hülle. Schwarze. Oh, Entschuldigung. Heidenei. Oh, hätte ich jetzt aber was gesagt. Gefütterte Hülle, immer selbe Pomme, ist sehr gut fürs Vinyl. Also, es ist eine Doppel-LP, wobei aber nur Seite 1, 2 und 3 bespielt sind. Ja, und eins gleich vorneweg, was das neue Geräte-Album betrifft. Es wurde produziert von Arthur Risk, der unter anderem Power Trip den richtigen Kick ja, verpasst hat. Und daher ist für mich Hate über alles, und das sage ich jetzt gleich mal vorneweg, der richtige Arschtritt für einige Bands und auch Trash-Bands, die meinen mit dem Plastik-Sound à la Andy Sneap, das wäre der Maß aller Dinge. Jawohl. Und da habe ich hier schon den nächsten Eintrag, den ich in mein schwarzes Buch machen kann. Dinge und Namen, die an der Theke nicht mehr genannt werden sollten. Andy Sneap. Sehr gut. Da mache ich sogar noch ein Ausrufezeichen hinne dran. Ja. Also, schwarzes Buch. Mal gucken, ob ich das voll kriege. Also, endlich mal so ein Geballer-Album, das nicht überproduziert wird, nicht steril wirkt, wo dich so eine Produktionskälte erstickt, so erfrieren lässt. Der Sound atmet noch. Und schön ist es zu hören oder zu spüren, gerade bei dem stampferenden, etwas schleppe, bei der schleppenderen Nummer Crush the Tyrants, wenn am Anfang diese ganzen Drums-Parts, wenn das losgeht, das hört sich richtig gut an. Und die letzte Zeit war ja sehr viel über Thrash zu hören, alleine durch den Film Total Thrash
Das war ja war sehr angesagt. Ich habe mich auch sehr viel mit Trash beschäftigt und bei Geräte bin ich sogar hingegangen und habe mich mal so richtig vorbereitet. Habe mir die Extreme Aggression angehört, die Coma of Souls, die Violent Revolution. Das ist ja für mich dieses Trash-Metal-Rückbesinnungsalbum von Creator von 2001. Damals ist der Ex-Waltari-Gitarrist Sami zur Band gestoßen. Das Album habe ich in Re-Release des Vinyls, habe ich ja in Folge 59 vorgestellt. Und was ich mir auch mal wieder angehört, das Killerbrett Enemy of God von 2005. Und zu den letzten beiden Alben hat mir ja gerne den Begriff, habe ich ein paar Mal gelesen, Stadion-Trash gekürt. Und so manche Eingängigkeit könnte da für so manchen Die-Hard-Fans wirklich zu viel gewesen sein. Aber Hate über alles schließt für mich eher mehr an Violent Revolution und Enemy of God an und verknüpft ein wenig natürlich diese Eingängigkeit der letzten zwei Creator-Veröffentlichungen. Und denn gerade der Titelsong und die nachfolgende Nummer Killer of Jesus, das sind ja also die beiden Eröffnungssongs, weisen ganz klar in diese Richtung aus meiner Sicht. Und der schon erwähnte Crash the Tyrants lässt einem dann so zum ersten Mal ein bisschen Luft holen, weil es ein bisschen Tempo rausnimmt. Sehr oft habe ich unter anderem festgestellt, dass manche Alben hinten raus dann doch deutlich, dass ihnen dann doch deutlich die Luft ausgeht. Und gerade hinten raus finde ich so Nummer Demonic Future and Pride Comes Before the Fall. Alter, die reißen einem gepflegt so richtig schön die Birne ab. Und das finde ich auch gut an dem Album. Es geht gerade so knapp über eine Dreiviertelstunde. Also man hat jetzt hier nicht versucht, da das Ganze so aufzupumpen auf 60, 70 Minuten, wo dann doch deutliche Lückenfüller dabei sind. Die kann ich hier nicht unbedingt ausmachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin wirklich begeistert, wie die Band gerade eigentlich seit Violent Revolution 2001 sich immer wieder neu erfindet und glaubwürdige Alben veröffentlicht, sich nicht in so eine irgendeine Komfortzone zurückzieht. Also ich habe wirklich das Gefühl, Creator will, die wollen zu 1000% einfach was Geiles rausbringen. Und bei manchen Bands beschleicht mich manchmal, heißt das, so eine Payroll-Aktion. Will da jetzt keine Namen nennen, das wäre jetzt dann vielleicht zu übergriffig, aber es kommt für mich verdammt ehrlich und auch erdig rüber, was auch wieder dann am Sound an der, ja, von Arthur Riske Produktion liegt. Also die finde ich wirklich sehr gelungen. Ja, also das Album klingt sehr erwachsen, durchdacht. Ja, da hat mir nichts dem Zufall überlassen. Hier habe ich das Gefühl, dass alle Protagonisten an einem Strang ziehen. Und besonders Gitarrist Sami, der hat mir es ja sehr angetan als alter Waltari-Fan. Das war mir damals schon klar, wie der eingestiegen ist. Jetzt wird es verdammt interessant. Seine Solos, seine Gitarrenmelodieführung machen Geräte noch unverwechselbarer und noch größer. Und es ist absolut, ich finde, das Album ist ein beeindruckendes Statement. Ja, Creator sind mittlerweile die Nummer 1 des Thrash-Metals. Definitiv. Haben definitiv damit bei den aktiven Bands Slayer, ja, definitiv abgelöst. Slayer sind ja auch, was heißt aktiv, sind ja mittlerweile in der Rente, obwohl ich dazu sagen muss, dass so die letzten Alben von Slayer, da gab es auch meiner Ansicht nach mehr Gemecke und die haben mich niemals so begeistert, wie so die ersten 4, 5 wirklich, ja, aussagenkräftigsten Slayer-Alben. Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum und Creator machen da wirklich seit 2001 ein Statement nach dem anderen. So durchschnittlich alle 4, 5 Jahre kommt da einfach ein Brett raus. Hate über alles. Sagt auch, Metal bzw. Thrash-Metal ist mehr als lebendig. Auch gute Pressung, gefütterte Hülle, auch wenn ich es vorhin falsch gesagt habe, gefütterte Hülle, saubere Pressung, keine Produktionsrückstände, Vinyl klingt gut. Und zum Abschluss will ich halt einfach nur mal sagen, das ist halt wie immer so bei Bands, die auch schon so lange im Geschäft sind, da gibt es natürlich immer Fans, da wird es in dem Falle auch Fans geben, die irgendwie sowieso sagen, seit Pleasure to Kill ist eh alles nicht mehr so dolle. Aber alle anderen, die in den letzten Jahren schon immer da Creator gut gefolgt sind oder den Weg von Anfang an mitgegangen sind, man macht keinen Fehler mit der Ahnung. Hier, Hate über alles! Gefällt mir. Gibt es auch in allen mehreren Vinylfarben. Gibt es natürlich auch auf CD. Es gab so eine Creator-Box. Ich habe mich hier
für die normale Vinylausgabe entschieden, weil wo soll ich denn all die Boxen hinstellen? Das ist es ja. Ach Gott. Ja, wenn jetzt zu jedem neuen Album auch noch eine Box rauskommt, muss ich beim Nachbarn nachfragen, ob ich die Wand durchbrechen kann im Keller und was bei ihm unterstelle. Ah! So, was zu lesen gibt es auch ganz frisch aus der Druckerpresse. Ich habe heute Morgen noch schnell bei meinem Zeitungsdealer meines Vertrauens geholt, damit ich das hier auch noch in die Kamera zeigen kann. Das neue Rox ist draußen, erscheint alle 2 Monate, gibt es beim Zeitungsdealer eures Vertrauens. Und wie immer lege ich zu allen Themen, die ihr hier bei mir an der Theke vorgestellt bekommt, unten in die Videobeschreibung rein, da könnt ihr euch das Heft bestellen, falls ihr den Gang zum Dealer eures Vertrauens nicht machen wollt oder keiner bei euch in der Nähe ist. Es gibt wieder eine, gibt auch hier wie im Death Forever eine große Journey-Story und die ist hier wirklich ausführlich. Ich habe mich ja fast tot geblättert. Und was ist noch dabei? Krokus ist so ein Zertiertisch, Porcupine Tree ist dabei, Whitesnake, The Answer, da kommt auch was Neues, da freue ich mich auch drauf. Kansas, Toto, Styx, Dream Theater, Sinner, Survivor, Boston, Crash Diet, Michael Monroe, Bad Company haben sie vorne drauf geschrieben, Rolling Stones, Iron Maiden, ja und ganz groß Journey. Und wie immer die CD, die es früher dabei gab, die müsst ihr jetzt, könnt ihr bestellen. Link lege ich euch auch unter rein. Wenn ihr das Heft bei denen bestellt, könnt ihr das Heft ohne CD und mit CD bestellen. Das neue Rock! Immer wieder lesenswert. So! Ihr wisst ja, okay. Ah, schmeckt das gut. Mmh. Ach, was ein guter Jager. So, dann kommen wir jetzt in die Spezialecke. Und da ist es ja manchmal gar nicht so einfach, trotz der großen Sammlung, die man hat. Ja, es ist ab und zu nicht so einfach, das oder so leicht, was rauszufinden für die Spezialecke, worauf ich dann natürlich auch im Rahmen Hashtag musikalische Erinnerungskultur, wozu ich anregen will, selbst wenn ihr das habt, mal wieder aus der Sammlung zu ziehen oder euch sogar zu besorgen, dass ich auch wirklich Bock drauf habe. Ich muss auch das, was ich hier vorstelle, da muss ich auch richtig Bock drauf haben. Das muss dann gerade in den letzten Tagen, letzten Wochen bei mir mal wieder rauf und runter gelaufen sein. Dann macht mir das Spaß und jetzt habe ich schon die Alts, oh scheiße, was soll ich nehmen und dies. Und auf einmal poppt diese Tage in den sozialen Medien auf einmal wieder öfters der Name Monster Truck auf. Und ich denke mir so, ach, die gibt es ja auch noch. Und vor einigen Tagen wurde sogar ein neues Video online gestellt. Anscheinend gibt es ja bald dann auch ein neues Album. Also, das ist eine Band aus Kanada, die hat sich 2009 gegründet und spielt besonders auf dem Debüt von 2013, Furiosity, einen richtig knalligen Hardrock mit Blues, Sassen-Einflüsse, der natürlich besonders in die 70er Jahre schielt. Aber irgendwie wirken sie moderner von der Produktion und haben auch Einflüsse wie Soundgarden, Kaios, Stoner so ein bisschen. Und manchmal wirkt es auch richtig rotzig. Sie können auch ein bisschen geschmeidiger, das geht auch. Aber in jedem Fall ist es ein richtig schweißtreibendes Rock'n'Roll-Album. Richtig schweißtreibende Mucke. So ein Southern Blues Stoner Classic Rock Gemisch. Also das passt richtig fett. Ist eine richtig geile Band. Gibt's auch gute Videos auf YouTube zu sehen. 2016 folgte das Album Sittin' Heavy. Da sind auch es als Doppel-LP und es sind aber dann auch nur Seite 1, 2 und 3 bespielt. 2016, wie gesagt, erschienen, klingt das Ganze schon viel reifer. Viel ausgewogener und da fallen mir als Einfluss sogar noch die Black Crowes ein. Das Ganze hat noch ein bisschen mehr Dynamik und die Band springt perfekt zwischen Klassikrock und moderneren Bands hin und her. Daher passen auch ihre Support-Touren sehr gut. Die sind auf der einen Seite mit neueren Bands, gut, diese Bands sind jetzt auch schon länger im Geschäft, aber gegenüber klassischem Hardrock, sie sind mit Bands unterwegs gewesen wie Billy Talent, Alice in Chains, Nickelback, aber auch mit so alte Säcke wie Deep Purple und ZZ Top. Und ich finde, das passt so, egal zu wem, das passt wunderbar, diese Band. Album Nummer 3, The True Rockers von 2018, da kann ich nichts zu sagen, das habe ich nämlich nicht, weil das hat mich damals überhaupt nicht irgendwie so angefischt, aber vielleicht sollte ich dem Album heute noch mal eine Chance geben. Also,
Und ihr könnt, wenn ihr wollt, hier Monster Truck, wer es noch nicht kennt, richtig schöne, fetzige Hardrock-Blues-Einflüsse, Stoner drin, also richtig geiles, lebendiges, frisches Gemisch und verfolgt die Band mal, da scheint es irgendwie bald was Neues zu geben. Monster Truck! Doppel-LP, die erste habe ich nur auf CD, habe ich jetzt gar nicht nachguckt, ob es die Vinyl gibt. Kriegt ihr alles noch, soweit ich das sehen konnte, ist das alles noch wunderbar zu besorgen. Monster Truck in der Spezialecke, Hashtag musikalische Erinnerungskultur. Jawohl, so, dann machen wir mal weiter, gell? Ah, geht ja alles hier mehr wie Brezelbacke, du. Ja, dann habe ich jetzt mal was rausgezogen, auch wieder, das auch immer wieder so alle... Ja, so unregelmäßig im Abstand mal gehört werden muss. Und ich sag, schick's gleich mal vorne weg. Ich bin ja nicht der größte Punk-Hörer und Kenner. Aber wenn solche Band, die ich jetzt hier habe, mal sich so in Richtung Metal bewegen, dann wird es für mich absolut interessant. Wie zum Beispiel auch bei der Hardcore-Truppe Agnostic Front. Die haben auch so ein Album One Voice. Das habe ich in Folge 51 vorgestellt. Da haben sie sich auch so ein bisschen mehr in den Metal bewegt. Das finde ich dann, da passt dann für mich ganz gut. Und hier habe ich dann mal für euch The Exploited Beat The Bastards. Von 1996. Exploited, schottische Punkband, 1980 gegründet. Ja, 1996 erschien Beat The Bastards und Kid Mich damals wie heute. Es ist... Das Teil macht dich fertig. Klasse produziert von Colin Richardson, unter anderem Machine Head, macht die Band einen deutlichen Schritt Richtung Metal. Ohne natürlich die urwüchsige, rohe Kraft des Punks zu unterdrücken oder zu vernachlässigen. Aber dieses Album ist ein einziger Tornado, der dich total in die Knie zwingt. Kann es keine zwei Meinungen geben. Keinen Moment der Erholung brettert das Album aus den Boxen und das sind so richtig angepisste Vocals. Das ist so geil. Schädelspaltende Rasier, Messer, scharfe Riffs. Alles was Punk, auch Speed Metal, besonders Thrash Metal ist, findet man hier. Es ist absolut, das Album ist eine totale Wucht. Manchmal frage ich mich, ist es noch Punk oder ist es schon Thrash Metal? Ja, also es, mit dem Album sind sie deutlich ein bisschen mehr im Metal und einer ganz stark. Also so viele Elemente vom Thrash Metal hörst du raus. Und auch die Gitarrensolos sind definitiv nicht von schlechten Eltern. Der Titelsong übrigens erinnert ganz stark auch an Motorhead. Das passt auch. Also wenn du Motorhead noch mal ein paar Schippe drauflegst, dann, ja stimmt, Motorhead kann man auch noch nennen. Also wer dieses Ganze so, diesen Mix da, wer ein bisschen gern Thrash hört, ein bisschen Speed, auch gerne mal so ein rotziger Punk und Motorhead, ja. Ja, Modedo 45 ist das irgendwie. Ich suche mir auch gerne mal Überlegungen, wie ich so ein Album beschreiben kann oder sowas. Dann habe ich mir hier mal so notiert, habe ich mir ausgedacht, ey, wenn du so ein richtiger Kacktag, so ein verbrauchter Tag hinter dir hast, dann kannst du, wenn du das hörst, am besten noch unter dem Kopfhörer, dann streifst du diesen Kacktag an deinem Körper ab wie die geilste Dusche überhaupt. Yeah. Beat the Bastards. Gibt's auch auf Vinyl, ist aber recht teuer. CD aber immer noch so gut erhältlich. Also das lohnt sich. Das ist so richtig Birne-Abschraub-Musik. Jawohl, Birne-Abschraub-Musik. Leute, das war schon wieder. Alle Links zu den Themen hier findet ihr unten in der Videobeschreibung. Scheut euch nicht, Kommentare zu geben. Haut in die Taste, was euch gefällt, auch was euch nicht gefällt. Nur so kann man irgendwas besser machen. Ansonsten, wenn uns oder mir der Himmel nicht auf den Kopf fällt, sehen wir uns nächste Woche wieder zu Folge 74 von Völlerockt, meine Musiktipps zur Apokalypse. Kommt gut durch die Zeit. Tschüss!